Leas kleine Schwester Emma hat das West-Syndrom, eine Form von Epilepsie. Um sie sorgt sich die 10-jährige Lea häufig. Ihr eigenes Kindsein stellt sie dabei hinten an. Im vergangenen Herbst macht Lea zum ersten Mal bei den Geschwistertagen der jungen Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt mit. Sie ist hellauf begeistert. Ich fand es sehr toll, weil wir haben auch mal gebastelt und ich war auch mal ohne meine Schwestern, wo ich auch manchmal mehr die Aufmerksamkeit hatte. Aber natürlich kann ich auch verdammt gut mit meinen Schwestern spielen. Aber ich fand es sehr schön, weil wir auch mal, ich auch unter etwas größeren Kindern waren und wir auch ganz toll zusammen gespielt haben. Die junge Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt gibt es seit einem Jahr. Sie unterstützt Eltern und ihre Kinder, aber eben nicht nur Kranke, sondern auch Gesunde. Denn Kinder wie die 10-jährige Lea müssen im Alltag oft zurückstecken. Ich bin froh, dass sie schon so alt ist, dass sie schon 10 Jahre alt ist, dass ich sagen kann oder ihr eine gewisse Verantwortung übergeben kann und sie mich dabei unterstützt im Alltag. Da ist sie aber auch halt ganz schnell kein Kind mehr. Also das ist das Problem. Die anderen Kinder kommen dadurch oft zu kurz. Wenn ich mit der Emma Übungen machen soll, wie jetzt auch im jüngeren Alter, dass sie laufen lernen konnte oder krabbeln lernen konnte, habe ich die Zeit nicht für ihre anderen Geschwister gehabt. Die pflegebedürftige Emma hat das Laufen wegen ihrer Krankheit erst spät gelernt. Sprechen fällt ihr bis heute noch schwer. Sie mal alleine spielen lassen? Kaum möglich. Notfallmedikamente hat Mama Ramona immer dabei. Viel Zeit für eine Tochter, weniger für die anderen. Das gilt besonders bei großen Familien wie der von Ramona. Koordinatorin Vanessa Kunz findet es deshalb wichtig, mit den Geschwistertagen Kindern wie Lea diese fehlende Zeit wiederzugeben. Wir haben zusammen gebastelt, gespielt, gesungen. Einen Ausflug hatten wir auch. Und die Kinder hatten einfach die Möglichkeit festzustellen, ich bin gar nicht alleine. Denn dieser Effekt kam eben auch auf bei den Geschwistertagen, dass wir Kinder hatten, die gesagt haben, ich wusste gar nicht, dass es auch andere Kinder gibt mit behinderten Geschwisterkindern. Und davon gibt es mehr als genug. Das Angebot der jungen Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt ist heiß begehrt, nicht nur bei den Kindern. Ja, eigentlich gehen hier wöchentlich Anrufe und E-Mails rein, wo eben Familien oder auch andere Organisationen nachfragen. Wir haben da gehört, da gibt es doch was für die gesunden Geschwisterkinder. Was bieten Sie da an? Aus den Geschwistertagen wird deshalb im kommenden Jahr ein ganzer Geschwisterclub. Lea und Emma können dort dann gemeinsam spielen und lernen. Inklusion bedeutet nämlich für die Lebenshilfe, allen gerecht zu werden. Ob jung, alt, krank oder gesund.